Guten Morgen. Moin Leute, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, Tag 2 meines Projekts. Oh Moment, ich muss ja noch was vorbereiten. Verdammt. Jetzt erkennt ihr mich. Ich bin's, Flo von FloTube. Guten Morgen. Wie gesagt, Tag 2 meines Projekts Schöner Wohnen. Oder Aktion Schöner Wohnen oder was auch immer. Flo macht die Butze klar. Ist angebrochen. Es ist gerade 8.59 Uhr, gleich ist's 9, am 23.04.2014. Es ist ein Mittwoch. Gestern habe ich den ersten Anstrich fertig bekommen, an zwei Wänden schon den zweiten Anstrich. Ja, dann ging es aber irgendwie nicht weiter. Ich war sowas von kaputt, ich war so erledigt. Mir ist dann irgendwann abends eingefallen, scheiße, du hast den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen, außer zwei Scheiben Toast. Das sollte man tunlichst vermeiden. Falls ihr mal auf die Idee kommen solltet, euer Zimmer zu streichen oder eure Wohnung zu renovieren, esst auf jeden Fall was. Ich war richtig zitterig. Ich stand dann so auf diesem kleinen Stuhl, wo ich immer so, ne, oben streich, und ich habe wirklich gezittert und mir wurde schwarz vor Augen. Meine Freundin auch so, hör auf, du fällst vom Stuhl. Ich so, ach, ich halte das aus. Irgendwann siegt dir die Vernunft, weil ich bin wirklich so einer, der dann irgendwie durchballert die ganze Zeit. Fertig werden, fertig werden, fertig werden. Kein Bock auf morgen, fertig werden, kein Bock auf morgen noch weitermachen. Aber, Entschuldigung. Am Abend, also nachts um 23 Uhr, siegte dann doch die Vernunft. Und ich habe dann mal aufgehört und dachte, scheiß drauf, komm, mach morgen weiter, du hast noch weiter Urlaub. Und ja, mal schauen, wie das heute wird. Also, mein Plan ist ja eigentlich so, dass der zweite Anstrich heute auf jeden Fall fertig werden soll. Ja, der sollte ja gestern schon fertig werden, er wird auch auf jeden Fall fertig werden. Aber worauf ich hoffe, ist die Einrichtung. Dass ich auf jeden Fall am späten Nachmittag, wenn die Farbe trocken ist, die Einrichtung hinstellen kann. Erstmal den Boden sauber machen, da sind so ein paar Farbkleckse drauf. Natürlich alles aufräumen, die ganze Folie weg, die neuen Regale zusammenbauen, alles ein bisschen putzen. Und ja, dann wieder einrichten. Ich hoffe drauf, ich hoffe drauf. Drückt mir die Daumen. Ich trinke, wie jeden Morgen, einen Kaffee aus meiner Lieblingstasse. Und ich zeige sie euch mal. Ich nehme erstmal einen Schluck. Welches, ich sage mal, Filmpaar hat diesen Dialog gesprochen? Ich zeige euch mal die Tasse von dort. Dort sind noch die Silhouetten der beiden. Ich denke mal, ihr erkennt's. Ich denke mal, ich muss nicht viel dazu sagen. Diese Tasse ist ein Unikat, also es gibt sie kein zweites Mal. Meine Freundin hat sie selber gemacht, hat das selber hier raufgemalt. Man sieht es leider, es bröckelt schon ein wenig ab. Aber ich denke mal, die Tasse hält noch eine Weile. Und ich finde es sehr schön, besonders er hier, ist sehr gut getroffen. Sie natürlich auch, aber ihn erkennt man sofort, finde ich. So, meine Tasse. Richtig geil. Ach ja. Ich wollte gerade meine Kippe nehmen und mal rauchen. Das ist mein Frühstück. Kaffee und Kippe. Naja. Gut, ich nehme euch jetzt mal wieder mit auf meine Reise durch mein Zimmer mit meiner Trashcam. Ich sag mal wieder, entschuldigt bitte die Qualität des Videos, aber es ist leider nichts anderes möglich. Ich habe keine andere Kamera. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 3 Aktion Schöner Wohnen mit der Trashcam und ich sage bis gleich. Sind wir drauf? Ich glaube, wir sind drauf. Heute mal ein anderes Bild, nämlich die Küche. Gummibänder. Ich weiß auch nicht, was die hier machen. Aber gut. Einen schönen guten Tag. Hier sind wir mal aus einer anderen Perspektive. Jetzt mal aus der Küche. Werden wir die kleine Roomtour bzw. die kleine Besichtigung starten, die ich euch versprochen habe. Der erste Anstrich, der ist ja schon gemacht, habe ich ja gesagt. Zwei Wände sind schon zum zweiten Mal gestrichen worden. Und ja, ich zeige euch mal das vorläufige Ergebnis. Hier ist die Tür. Sie klemmt ein bisschen bzw. geht nicht richtig zu. Ich muss mal hier... Ja, es ist alles ein bisschen vollgestellt. So,
ging doch eigentlich ganz gut. So, hier sind wir jetzt im Raum. Und ist doch schon ein anderes Ergebnis, ne? Ist doch wirklich schon ein anderes Ergebnis. Ich schwenke mal einmal durch den Raum. Moment. So. Da vorne, ne? Da ist der Fernseher abgedeckt. Hier vorne ist ein bisschen Sofa abgedeckt. Und hier ist das zweite Teil des Sofas mit dem Bücherregal, was ich nur von der Wand gerückt habe. Da vorne geht's in mein Zimmer. So, was wollte ich sagen? Genau. Ich habe diese Wand und diese Wand schon zweimal gestrichen. Die Wand hier vorne noch nicht, da wo das Scarface-Poster hing. Die geht ja hier oben weiter. Und hier kommt eine beschissene Ecke mit dem Fenster. Ja, da muss man, also da kommt man mit der großen Rolle nicht weit. Hier schon, aber da oben und da an der Seite, ja, bedingt. Aber hier vorne ist noch so, ja, so eine kleine festgemachte Kommode, so ein kleiner Unterschrank unterm Fenster. Und da muss ich dann immer raufsteigen, wenn ich hier oben malen will. Und es ist ein schöner Tag, wenn ihr das seht. Ja, guckt mal. Das ist der Blick aus meinem Wohnzimmerfenster. Da vorne wohnen die Nachbarn mit ihren dicken Hecken. Mit so einem kleinen Weg. Das hier ist. Ja, da muss man aufpassen, wenn man hier langläuft. Weil da vorne, da parken die Nachbarn immer. Und wenn die hier langfahren, ist es immer ziemlich gefährlich. Ihr seht, der Weg ist nicht gerade breit. Und hier vorne um die Ecke ist gleich meine Haustür. Ja, da muss man aufpassen, dass die Nachbarn eigentlich über einen Haufen fahren. Wenn sie mal verpennt haben und schnell zur Arbeit wollen. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich dränge mich hier mal durch. Ihr seht auch meinen Weg von der Tür, wo wir gerade reingekommen sind. Hier muss ich auch noch streichen. Ja, da habe ich gestern keinen Bock mehr gehabt, weil ja, da das Sofa so nah dran steht. Mache ich gleich noch. Man läuft hier lang. Geht hier um das Bücherregal rum. Quetscht sich hier durch die kleine Lücke. Und hier ist meine IKEA-Lampe, die mir gestern gute Dienste geleistet hat. Ohne die wäre es echt finster gewesen. Dann ist hier so noch so ein kleiner Weg. Der geht aber nur bis da vorne. Da steht dann der Fernseher. Da kommt man nicht weiter. Muss man also hier um den Tisch, ums Sofa rumgehen. Jetzt habe ich mir den Kopf an der Lampe gestoßen. Hier rum. Hier ist der Stuhl, der auch schon ein wenig mitgenommen aussieht. Aber das kriegt man wieder sauber. Dann kann man bis hier vorne durchgehen. Und kommt hier an. Hinterm Fernseher. So, ich schwenke nochmal. Nicht mal so einfach. Und wie gesagt, die Wand hinter mir ist schon das zweite Mal gestrichen. Ich finde, es sieht auch sehr gut aus. Die Wand hier beim Fenster ist schon ein zweites Mal gestrichen, bis da vorne, wo die Tür anfängt. Darüber seht ihr vielleicht, ist es noch ja, ein wenig dunkler. Das heißt, die Farbe deckt noch nicht so richtig. Da muss ich dann auch noch weitermachen. Und die Wand hier vorne, wo die Heizung ist, muss ich noch machen. Und ja, die Wand da hinten. Das ist jetzt das Regal. Sieht ein bisschen creepy aus. Und dahinter ist das Fenster. Die muss ich auch noch streichen. Und ich werde jetzt gleich mal anfangen. Ich habe auch Tatendrang. Ich habe richtig Bock drauf, dass es fertig wird. Und ich hoffe, das trocknet bis heute Nachmittag, bis heute Abend. Dass ich hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen sauber machen kann. Dass ich anfangen kann, schon was einzuräumen. Drückt mir die Daumen. Es kommt dann Teil 4. Ich hoffe, ja, der Teil 4 wird dann irgendwie die Einrichtung, die Deko, das Saubermachen heißen. Also, dass es der Abschluss der ganzen Reihe ist. Ich danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.